was bisher geschah. Ich bin hier zuständig, schon vergessen? Du, wenn es wegen Nick ist. Hör doch auf, steck dir deine Hierarchie sonst wohin. Nick und ich führen den Hof als Team. Und noch was, wir schaffen das auch ohne dich. Wieso hat Jack McCloud mir $100,000 hinterlassen? Weil er gedacht hat, er wäre dein Vater. Ist er das? Ich dachte, es wäre das Beste für dich. Es wäre das Beste für mich, dass mein ganzes Leben eine Lüge ist. Dass ich mir in nichts mehr sicher bin, weder wo ich herkomme, noch wer ich bin. Da ist ein Mädchen. Ich will so weit von Gangeron weg, wie es nur geht. Sie erinnert mich total an Anna. Vielleicht in die Stadt. Es dauert nur ein paar Monate, okay? Dann ist alles vorbei. Was ist mit all deinen Fragen? Ich kann nicht mehr zurück. Wenigstens kannst du es entscheiden. Manche Menschen können nicht mal das. Nick hat aus Argentinien angerufen und gesagt, er genieße die Herausforderung, das Zuchtprogramm für Samsons 60.000 Qualitätsrinder zu koordinieren. Du schaffst nicht mal ein paar hundert. Was willst du damit sagen? Du wüsstest es, wenn du länger auf dem Ball geblieben wärest. Viele stocken ihre Herden nach der Dürre neu auf. Sie bezahlen gut dafür. Profit, der uns entgeht. Nick hätte sich sowas nicht entgehen lassen. Ach so, jetzt geht das wieder los, stimmt's? Ist es als Rentner so langweilig? Kannst du den Alten denn nicht zum Boccia schicken oder zum Stricken? Grace Haley trifft sich morgen mit einem Vertreter von Brewsters Meets in Fisher. Das sollten wir auch machen. Brewsters zahlen wahnsinnig schlecht, Harry. Deswegen verhandeln sie auch mit Losern wie Rays. Wenn Nick hier wäre, wäre es anders. Er hat Alex mehr gefordert. Nicks Wagen braucht neue Reifen, richtig? Ich bin der Laufbursche meines kleinen Bruders. So ist das bei Berühmtheiten. Nick schlägt sich ganz gut, was? Schön für ihn. Harry muss stolz sein. Das zeigt er nur nicht. In die Werkstatt, Terry? Ja, danke. Moira? Das war nicht gut. Ist alles klar? Da war ein Klingeln. Da bahnt sich was an. Bitte seid vorsichtig. It'll take some time to find your heart and come back home. You could walk for miles across every river and find you're not alone. Und, wie war's? Na ja, lass ihr noch ein bisschen Zeit. Ach, wenn ich nur mit ihr reden könnte. Würde es denn helfen, wenn ich zu ihr gehe? Vielleicht lässt sie dich an sich ran. Ach, das wird schon. In der Zwischenzeit kannst du dich ja hier ablenken, hm? Das wird dir gut tun. Wie heißt nochmal der Mann, der den günstigen Zement hatte? Wir sollten langsam bestellen. Jetzt schon? Ja, die Baugenehmigung erlischt, wenn wir es nicht tun.
Gott, ist das schon so lange her? Ja, das wird großartig. Also, das hier wird das Wohnzimmer, weißt du noch? Das ist das Schlafzimmer. Und das Nähzimmer, das natürlich auch das Schreibzimmer werden könnte. Terry, wir sollten uns, bevor die Behörde Ärger macht, die Fertighäuser angucken. Oder fragen, was eine Baufirma kostet. Ja, aber das ist nicht der Punkt, Nick. Unser eigenes Haus, erbaut mit unseren Händen. Das war der Traum. Schon vergessen? Ja, ich weiß. Barry Crane, das war der Baustoffhändler. Und wir brauchen auch noch mehr Stroh. Alles klar? Ja, ich will nur fertig werden. Ja, hallo? Ja, Harry, was ist denn? Was? Was willst du denn von ihm? Ja, aber kann ich es ihm nicht ausrichten? Alex? Langsam. Alex, hör auf, der Draht hat... Das war haarscharf. Ja. Also, Maura hatte wohl recht, irgendwie. Womit? Tja, sie hat gesagt, es wird klingeln und dann wird was Schlimmes passieren. Gespenstisch? Übrigens, Harry will dich sehen. Warum denn? Das wollte er nicht sagen, er macht wieder auf geheimnisvoll. Meg, ein Kurier wollte zu dir. Ich habe das Paket für dich angenommen. Ich hoffe, das ist okay. Das ist von meinem Verleger. Was wird nun aus eurem Eigenheim? Ja, absolutes Chaos. Ich schaffe das kaum. Kann ich den Rest des Tages freinehmen? Ja klar, bloß kein Ärger mit der Behörde. Ist das dein Roman? Er wurde gedruckt. Ich gratuliere. Die Veröffentlichung ist erst in ein paar Wochen. Das Geschenk von Mick Fountain. Eine mitreißende Familie. Ja, dafür ist später auch noch Zeit. Wie Aber gesagt, es gibt viel für das Haus zu organisieren. Ich hätte einen Luftsprung erwartet. Autoren. Vielleicht hat sie Angst vor der Kritik? Jody will mich zwar nicht sehen, aber ich muss mit ihr sprechen, Stevie. Es ist wichtig. Sagst du ihr, sie soll mich anrufen? Wieder. Ja, ich weiß. Danke. Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Barry Crane für den Zement, richtig? Kevin wusste, dass er nicht dein Vater ist? Vielleicht. Tief in seinem Innern, ja. Das würde auch erklären, wieso wir nie einen Draht zueinander hatten. Morgen. Wenn Mom dich geschickt hat, kannst du es dir sparen. Nein, ich bin nicht gekommen, um dir was auszurichten. Ich habe eigene Gründe. Stevie! Alles klar? Jetzt? Ist was passiert? Ja, nein. Oh, alles gut. Nichts gebrochen. Bist du sicher? Oh. Weißt du, Moira hatte nämlich, wie sagt man, eine Vision heute Morgen. Sie meinte, es würde klingeln und dann würde etwas Schlimmes passieren. Ja, aber nicht hier. Wir befolgen nämlich immer alle Arbeitsschutzmaßnahmen. Zum Beispiel sich nicht so weit auf Leitern hinauslehnen. Danke, Inspektor Manfredi. Komm schon. Hilf mir, das zum Kompost zu bringen. Weißt du, ich hatte vor, dich schon viel früher zu besuchen. Allerdings sitze ich zwischen den Stühlen. Ich mache mir Sorgen um dich. Geht's dir gut? Ja. Eigentlich nicht. Komm her. Sie dürfen es nicht früher rausbringen. Das interessiert mich herzlich wenig. Nein, nicht hier. Ich kann nicht darüber sprechen. Familiäre Gründe. Verhindern Sie es einfach. Ja, ich weiß, ich stehe unter Vertrag. Danke vielmals. Ist alles in Ordnung? Nein, Sie bringen mein Buch früher raus und starten es hier in Gang gern. Das wäre doch eine Ablenkung, oder? Nur wenn niemand es liest. Niemals.
will nicht Partei ergreifen, weißt du? Ich mache mir einfach nur Sorgen um euch beide. Hast du etwa kein Problem mit dem, was Mom getan hat? Das habe ich nicht gesagt. Es ist kompliziert. Hör zu. Wann immer du willst, kannst du mit mir reden, okay? Du willst gar nicht hören, was ich über sie denke. Ich werde schweigen wie ein Grab, ja? Das verspreche ich. Also, ich kann es ihr nie verzeihen. Es war ein Fehler von Terry, ihr. Ich muss mich kneifen, um mich zu vergewissern, dass ich existiere. Sie hat mir ein Leben lang was vorgemacht. Um dich zu schützen. Jetzt bist du auf ihrer Seite. Bin ich nicht. Ich habe schon viel Schlimmeres verbrochen. Du hältst mich doch nicht für ein Monster, hm? Nein. Hey, deine Mom weiß nicht, dass ich das mitgenommen habe. Ihr Buch wurde gedruckt. Heute sollte ein ganz besonderer Tag für sie sein, aber sie ist deinetwegen zu fertig, um zu feiern. Und so sollte es nicht sein. Schließlich bist du der Grund, weshalb sie es geschrieben hat. Für Jody, meinem kostbarsten Geschenk. Hey. Deine Mom ist unglaublich stolz auf dich. Vielleicht kannst du auch stolz auf sie sein. Trächtig oder nicht? Der Uterus ist nicht so vergrößert, wie er sein sollte. Ich sehe mal nach, wann sie besamt wurde. Sie wollten mich sprechen? Ja, da ist ein Vertreter von Booster's Meats, der Fleischerkette. Mir ist gerade ein Fischer, ich habe ihn angerufen. Er interessiert sich für unsere Angus-Rinder. Okay. Ich will, dass Sie morgen etwas mit ihm aushandeln. Das ist Alex' Aufgabe. Ich will ihm nicht auf die Füße treten. Er hält es für eine Zeitverschwendung. Naja, vielleicht ist es... Überzeugen Sie ihn. Hier, Sie müssen ja wissen, wo Sie ihn finden. Erzählen Sie mir, wie es gelaufen ist. Gratulation. Du wurdest befördert. Ja, Alex wird nicht begeistert sein. Das ist der Sinn der Sache. Familienpolitik. Harry spielt Alex ständig gegen Nick aus. Und diesmal bist du Nick. Ich will es nicht tun, aber Harry zwingt einen dazu. Ja, ich weiß. Ich soll es rausfinden, mich querstellen und selbst hingehen. Habe ich doch gesagt. Ich habe diesen Familienzirkus schon oft genug mitbekommen. Ja, nichts tut Harry lieber, stimmt's? Man muss sich ja nicht darauf einlassen. Harry ist ein Boxermann. Das Einzige, was er respektiert, ist, wenn man mit Fäusten kontert. Hör auf, dich provozieren zu lassen. Du darfst nicht drauf eingehen. Nicht drauf eingehen? Ich habe ihr versprochen, dass alles, was sie sagt, zwischen uns bleibt. Gut, ich will nur eins wissen. Stehen die Chancen gut, dass sie mir verzeiht? Nein, noch nicht. Aber vielleicht, wenn sie das Buch liest. Nein, sie kann das Buch nicht lesen. Erst muss ich mit ihr reden. Wieso denn? Wegen des Themas. Es ist doch fiktiv, oder? Nicht ganz. Es ist ein bisschen mehr als Fiktion. Was? Wenn du mir gesagt hättest, wovon es handelt, hätte ich es Jody nicht gegeben. Ich dachte, es würde euch helfen. Wieso schreibst du sowas, wenn du nicht willst, dass es gelesen wird? Weil ich sagen konnte, dass es frei erfunden ist. Bis Jack ihr das blöde Geld hinterlassen hat. Micks Buch. Es ist Micks und Jodys Geschichte, es steht alles drin. Oh, es spielt im 19. Jahrhundert und die Namen sind geändert, aber... Die wohlhabenden MacLeans? Besonders viel Fantasie wird nicht verlangt. Genau, und es ist offensichtlich, um wen es geht. Was ist, wenn Jody das liest? Wie kann Mick ihr sowas antun? Manchmal muss man sich etwas von der Seele schreiben. Du verteidigst sie? Nein, aber vielleicht hat sie es deswegen getan. Ich habe Rose auch einen Brief geschrieben, in dem alles drin stand. Ja, aber du hast sie nicht veröffentlicht. Was veröffentlicht? Kate! Oh nein!
Oh. Alles klar? Ja, alles bestens. Mir geht's gut. Du hast Glück. Weißt du noch, was Moira gesagt hat? Er ist mir aus der Hand gerutscht. Oh, dann gibt's heute Abend eben Käsetoast. Meintet ihr eben Mams Buch? Hast du es gelesen? Ja, ein kleines bisschen. Pass auf, ich will, dass Ned morgen einkaufen geht. Ich überwache die Arbeiten am Abflussgraben. Was macht Rob? Es brauchen ja nicht zwei Leute aufzupassen. Hast du es vergessen? Du hast ihn doch zu dem Vertreter nach Fischer befohlen. Schlau von dir, Harry. Er hat ja auch richtig Talent, ein Deal an Land zu ziehen. Hey, Harry. Nochmal wegen der Stute. Ich teste den Abstrich und melde mich dann morgen, okay? Gut. Danke. Wenn du etwas blinzelst, siehst du, wie es ihm aus den Ohren qualmt. Es ist ein Genuss, wenn man seine Wünsche nicht erfüllt. Ist dir eigentlich klar, dass ihr beide absolut krank seid? Sag das dem alten Herrn, ich halte nur die Wange hin. Und du schickst Rob trotzdem zu dem Termin? Harry muss das entscheiden. Was soll das, Mann? Harrys Entscheidung. Es wäre besser, wenn Sie nach Killarney kommen, anstatt meinen Vorarbeiter zu Ihnen zu schicken. Mein Sohn Alex zeigt Ihnen alles und handelt einen Vertrag aus. Ja, ja, gut. Um 9 Uhr. Alex wird diesem Termin nicht ausweichen können. Er könnte einfach weggehen und dir das überlassen. Nein, er würde sich nie vor dem Käufer blamieren wollen. Er würde sowas nicht riskieren, um dir eins auszuwischen? Genau das willst du doch, oder? Eine Katastrophe, die du Alex anhängen kannst. Wenn ich es schaffe, ihn von seinem hohen Ross runterzubekommen, ist es mir jeden Cent wert. Ich könnte nach Drovers fahren, aber Jody würde mich schneiden. Du kannst wenigstens mit ihr reden. Wenn du ihr nur klar machen könntest, dass ich nie wollte, dass das Buch veröffentlicht wird. Sie wollten ein Kapitel und plötzlich war der Zug abgefahren. Und jetzt noch diese blöde Lesereise. Was für eine Reise? Ach, das ist eine Promotion-Sache. Ich versuche, mich rauszuwinden. Du gehst wieder weg. Nein, natürlich nicht. Wie könnte ich nicht jetzt? Bitte, Terry. Nur mit deiner Hilfe kann ich sie zurückgewinnen. Aber versteh doch, ich habe Jody versprochen, mich nicht einzumischen. Entschuldige. Sie ist meine Tochter. Ich will es mir auch nicht mit ihr verderben. Du willst was nicht? Was ist mit mir? Ich bin ihre Mutter. Es geht hier nicht nur um dich, Mick. Du hast Jody so lange belogen. Und mich auch. Es sollte keine Geheimnisse zwischen uns geben. Gibt es auch nicht. Ach, komm schon. Das ganze verdammte Buch ist doch voll davon. Und jetzt denkst du, ich soll alles gerade biegen. Der gute, alte, zuverlässige Terry. Immer da, wenn man ihn braucht, bin ich nicht mehr. Du kannst nicht dauernd abhauen und dein eigenes Ding durchziehen. Klar? Weißt du was? Ich bin vielleicht nicht mehr da, wenn du zurückkommst. Schon mal dran gedacht? Hör dir das an. In dem Augenblick fing das Baby leise an zu weinen. Jacob blickte hinüber zur Wiege. Maggie hielt den Atem an. Was würde er tun, wenn er sah, dass das Kind eindeutig seine Gesichtszüge trug? Niemals würde er die Vaterschaft anerkennen. Das würde einen Skandal auslösen. Und so senkte sich Schweigen über die Wahrheit.
Du sollst wissen, dass ich dich sehr liebe. Warum verlässt du mich dann immer wieder? Weil ich gewisse Dinge verwirklichen will. Dinge, die ich nie für möglich gehalten hätte. Die mit mir nichts zu tun haben. Das könnten sie. Wenn ich zurückstelle, was ich verwirklichen will. Dann höre ich auf. Dann würdest du mich hassen. Ich wusste, dass das geschehen würde, in dem Moment schon, als du den ersten Kurs belegt hattest. Du hast das kommen sehen? Dass du einen neuen Weg gehen würdest. Ohne mich. Nein. So fühlt es sich leider an. Ich bleibe hier. Ich habe gesagt, dass ich die Lesereise nicht mache. Auch wenn ich damit meinen Vertrag breche. Nur wegen Jody. Wäre das nicht aufgeflogen, wärst du dann gegangen? Eine Lesereise dauert nicht ewig. Und danach? Ich weiß es nicht, Terry. Erstmal muss ich das mit Jody klären. Naja, ich würde ganz gern versuchen, noch ein Buch zu schreiben. Aber hier diesmal. Ist das alles? Wieso? Denkst du, es ist verrückt, Bücher schreiben zu wollen? Nein. Ich dachte nur, wir bauen ein Haus und leben zusammen. Das hast du mit keinem Wort erwähnt. Aber das wollte ich. Ich habe das Falsche gesagt, nicht wahr? Nein. Nein, du warst bloß ehrlich. Heute immer noch nach Fischer fahren? Hoffentlich wird das kein Schuss in den Ofen. Natürlich nicht. Weißt du was? Ich komm mit. Ich kann Futter einkaufen, während du mit dem Brewster-Vertreter redest. Wenn du es lieber machen willst. Oh nein, Harry hat dich beauftragt. Du darfst ihn nicht enttäuschen. Ich gehe schnell frühstücken, dann können wir. Ja, gut. Hey. Hey. Du hilfst ihm aber dabei, oder nicht? Auf keinen Fall. Ich bin nur auf Harrys Reaktion gespannt. Er gerät allmählich in Zugzwang. Du hast Hilfe nötig, mein Freund, einen äußerst versierten Therapeuten. Harry vielleicht, aber hey, keine Sorge, mein Lieber. Ich amüsiere mich prächtig. Hat Jody letzte Nacht überhaupt geschlafen? Ihr Licht war die ganze Nacht an. Hätte ich dieses blöde Buch bloß verbrannt. Sie wollte unbedingt erfahren, was drinsteht. Trotzdem muss es eine Qual gewesen sein, es zu lesen. Ups. Zählt das als Klingel? Ich schaufle Mist. Das Einzige, was in Gefahr ist, ist mein feiner Geruchssinn. Eigentlich ist das ja Jodys Aufgabe. Ich hätte ihren Autoschlüssel verstecken sie sollen. Sie hätte sich in den Kopf gesetzt. Zur Not wäre sie geflogen. Damit es die ganze Welt lesen kann. Wie konntest du mir das antun? Als ich es geschrieben hatte, wusstest du noch nichts von Jack. Es war nur eine Version, die hätte sein können. Sicher, und das denken auch alle anderen, wenn sie es lesen. Alle Welt wird wissen, dass ich Jack McLeods Tochter bin. Du hast mich damit total gedemütigt. Jeder, der das Buch liest, jeder, der es auch nur anschaut, wird an mich denken. Es wird nie Gras darüber wachsen. Es tut mir leid, Jody. Dass es so kommt, habe ich nicht erwartet. Und wieso hast du es dann geschrieben? Ich wollte es mir von der Seele schreiben. Nicht, um es zu veröffentlichen. Klar, deswegen hast du es an einen Verlag verkauft. Nein, das ging alles viel zu schnell. Ich versuche, die Erstveröffentlichung in Gangern zu verhindern. Der Buchstart ist hier? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber es gibt einen Vertrag. Ich habe Verpflichtungen. Was ist mit den Verpflichtungen mir gegenüber? Du wirst reich und berühmt und ich werde zum Gespött der Leute, die hinter meinem Rücken mit dem Finger auf mich zeigen. Du hast mich benutzt. Meine eigene Mutter hat mich benutzt. Nein, das ist nicht wahr. Dann stopp das blöde Buch und zwar sofort. Jody! Ich verstehe deine Wut.
Aber ich bin deine Mutter. Und ich habe dich immer, immer geliebt. Ich habe dir nie wehtun wollen. Das ist dir gehörig misslungen. Alex Ryan? Wo steckst du denn? Der Booster-Einkäufer kommt in einer halben Stunde. Was? Aber Rob sollte doch zu ihm nach Fischer. Ich wollte, dass du mit ihm hier verhandelst. Nein, nein, du schnallst es nicht, Harry. Diesmal spiele ich nicht mit, verstanden? Was redest du für einen Quatsch? Du kannst Rob unmöglich so eine wichtige Verhandlung führen lassen. Du fängst schon wieder an. Ohne mich, ist das klar? Jetzt komm hierher, und zwar gleich. Wenn's dir so wichtig ist, verhandle du doch. Alex, der Verantwortliche bist du hierfür. Dann lass mich damit in Ruhe, okay? Ich mach da nicht mit, verstanden? Ich will das Thema nicht nochmal durchkauen, klar? Sag ihm, ich hab zu tun, sonst nervt er ewig. Machst du's? Ja. Rob, ja bitte? Rob, kommen Sie sofort zurück! Er sagt, ich muss sofort zurückfahren. Wenn ich der Verantwortliche bin, gebe ich die Anweisung. Nicht, wenn du dauernd Mist baust. Ich bin nicht Nick. Darum geht's doch wohl, oder? Stimmt doch! Ihr zwei könnt einfach nicht anders, oder? Dieses Spiel... Es hat gar nichts mit mir zu tun. Es hat sogar sehr viel mit dir zu tun. Harry, benutzen Sie mich nie wieder. Sie verschwenden meine Zeit. Dasselbe gilt für dich. Hey, Rob, hör mal. Harry hat angerufen und auf mir rumgehackt, nicht umgekehrt. Hör auf, dir was vorzumachen, Alex. Du springst immer darauf an und weißt du wieso? Weil du den Mann eigentlich magst, aber zu blöd bist, es zuzugeben und er auch. Wenn ihr nur wüsstet, wie glücklich ihr seid, dass ihr einander habt. Lasst in Zukunft mich dabei außen vor. Stimmt, genau. Tut mir leid, Mann. Es ist nun mal leider so mit mir und Harry. Nick ist nicht hier als Friedensstifter, da ist es an dir hängen geblieben. Es soll nicht umsonst gewesen sein. Wir sollten was essen gehen, ich lade dich ein. Wenn ich nicht hier bin, platzt der Erscheinungstermin. Und wenn Sie nicht wissen, wo ich bin, verschieben Sie ihn vielleicht. Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Dein Verlag wird dich suchen. Was ist, wenn die hier anrufen? Und was ist, wenn deren Anwälte hier anrufen? Das ist schon okay. Du weißt ja nicht, wo ich bin. Das ist ganz und gar nicht okay. Harry, so ist es nun mal. Ich werde für eine Weile untertauchen müssen. Aber du wirst nie mit Jody ins Reine kommen, wenn du nicht hier bist. Jody will nicht, dass ich hier bin. Und wir würden uns noch weiter voneinander entfernen, wenn der Rummel um das Buch hier losgehen würde. Wieso habe ich es nur geschrieben? Vielleicht wird es ihr helfen, wenn sie genügend Zeit für sich hat und etwas mehr Abstand von mir. Wie lange willst du denn weg sein? Ich weiß es nicht. So lange, bis sie wieder mit mir sprechen will. Das kann aber Jahre dauern. Und was ist mit mir? Es tut mir leid, Harry, aber ich muss sie dir vorziehen. Wenn ich es nicht tue, könnte ich sie verlieren. Es tut mir leid, ich weiß, das ist nicht fair. Ich dachte, ich würde dich für immer haben. Ich auch. Dann werde ich wohl allein mit dem Hausbau anfangen müssen. Vielleicht bin ich sogar schon fertig, wenn du wiederkommst. Das wäre schön. Könntest du mir einen Gefallen tun? Jody liebt dich. Ja? Ja, ich pass auf sie auf. Klar mache ich das. Hey,
Erzähl mir nicht, dass nicht alle Familien gleich sind. Da, wo es keinen Streit gibt, das ist doch eher nicht normal. Es ist gesund, wenn es mal richtig kracht. Besser, als alles in sich reinzufressen. Wie ist es eigentlich in deiner Familie? Mann, das ist Jody. Komm schnell. Alex, den Feuerlöscher. Ja, klar. Nicht bewegen. Ganz ruhig. Das Auto ist gegen einen Baum gefahren. Wir brauchen einen Krankenwagen. Wir müssen sie da rausholen. Die Seite geht nicht auf. Schlagen wir das Fenster ein. Warte. Moment. Warte. Mach schon. Los. Alles okay. Es ist alles gut. Ich bin da. Alles okay. Ich bin da. Hilf mir. Du musst schnell hier raus. Rob, was machst du denn da? Wir wissen nicht, wie schwer verletzt sie ist. Los, komm, hilf mir! Lass sie in Ruhe. Vielleicht machst du es noch schlimmer. Komm schon, Anna. Komm schon, Anna, bitte. Ich bin Jody. Wir warten auf den Krankenwagen. Sie wird es schon schaffen. Danke. Ich will zu Mom. Wir hatten einen Streit. Ich rufe sie an. Ich sag ihr, was passiert ist. Sag ihr, dass ich mit ihr reden muss, okay? Ist Anna deine Frau gewesen? Hatte sie auch einen Autounfall? Geht es gut, ganz ehrlich. Ja, der Arzt hat mir Entwarnung gegeben. Ich habe nur eine Beule am Kopf. Nein, nichts überstürzen. Es ist nur, komm einfach, wenn du kannst. Okay? Wir sehen uns nachher. Bis dann. Mom ist vor ein paar Stunden weggefahren. Er weiß nicht, wohin und wo sie zu erreichen ist. Also, Mick wird anrufen. Was ist, wenn es meinetwegen ist? Ich habe sie gezwungen zu gehen. Hey! Sie ist deine Mom. Sie kommt wieder. Ich muss vielleicht versuchen, sie besser zu verstehen. Hey. Hör auf, dir Vorwürfe zu machen, ja? Also, wenn dir schlecht wird und du Kopfschmerzen kriegst... Ich weiß. Dann muss ich ins Krankenhaus. Mir geht es gut, Kate, ehrlich. Hast du es schon durchgelesen? Oh, ich habe die letzten Seiten nur überflogen. Und wie geht es am Ende aus? Du hast es nicht fertig gelesen? Konnte ich nicht. Aber du solltest das Ende lesen. Die Tochter wird erwachsen und... Und irgendwann versteht sie es. Es bleibt natürlich dir überlassen. Ich sehe mal nach, ob dein Tee schon fertig ist. Josephine blickte auf ihre neugeborene Tochter und spürte, wie eine nie gekannte Woge der Liebe sie überwältigte. I am astonished by the difference. The simple truth
makes in our lives. And I'd be grateful if I could be. Und genauso machtvoll überkam sie die Angst, ihr Kind eines Tages verlieren zu können. But I cannot face the light. And oh, I wish the past was different. And oh, I wish it wasn't so. Dennoch wusste sie, dass ihr Kind irgendwann erwachsen sein und ein eigenes Leben führen wird. Und so entstand schließlich über dem Abgrund aus Wut und Betrug eine Brücke der Versöhnung. Wie geht es, Jody? Alles okay, der Arzt meint, ihr geht es gut. Sonst noch etwas, das ich wissen müsste? Boosters Meets war Zeitverschwendung. Sowas kommt mir bekannt vor. Vielleicht hörst du ja nächstes Mal auf mich. Und du vielleicht mal auf mich wegen des Pharmarats. Gott, du kannst nicht zugeben, dass du falsch schlagst, oder? Hä? Hör mal, ich bin jetzt hier verantwortlich, ja? Und ich führe die Farm auf meine Art. Und du gibst deinen Senf nur dazu, wenn ich dich frage oder wir bankrott gehen. Und das wird beides nicht geschehen, klar? Jemand muss dir auf die Füße treten, wenn Nick weg ist. Wenn Nick dir so fehlt, ruf ihn an. Aber hör auf, an mir herumzunörgeln. Ja, es ist nicht dasselbe, wenn er nicht da ist. Ich vermisse ihn auch. Aber beim nächsten Mal gehen wir uns vielleicht noch an die Gurgel. Kommst du mal zu mir und Samba zum Essen, wenn du Zeit hast? Okay. Klingt gut. Endlich verstand sie, was ihre Mutter getan hatte. Jetzt wusste sie, dass auch sie alles tun würde, um ihrer Tochter ein erfülltes und glückliches Leben zu ermöglichen. Auf Liefertour. Terry wollte, dass ich das vorbeibringe. Oh, das ist lieb. Vielen Dank. Ich wollte mich sowieso entschuldigen. Wofür? Tja, ich wusste, dass was Schlimmes passieren würde. Ich wusste noch nicht was. Terry hat gesagt, du hättest eine Vision gehabt. Dann hattest du wohl recht. Eigentlich nicht, weil er sagte, du hättest zuerst ein Klingeln gehört. Also kann es das da nicht... Da war ein Klingeln. Eine Kirchenglocke hat geläutet, als ich vorbeigefahren bin, bevor ich das Bewusstsein verlor. Das ist doch nicht so ein Partytrick, oder? Ich wünschte manchmal, es wäre so. Au! Entschuldigung. Pass doch auf. Entschuldige. Ja, wir hatten heute schon genug Unfälle. Keine Gefahr, es sind immer drei Katastrophen. Die Quote ist erfüllt. Also, da war mein Unfall, Mams Weggehen... Und ich bin gestern von der Leiter gefallen, also drei. Aber das zählt nicht, du hast dir nicht mal was gebrochen. Also steht die dritte noch aus. Moira?
Harry Ryan? Hallo? Nick! Ja, gut, gut. Wie kommst du in Argentinien klar? Wie bitte? Ihr kommt zurück? Wann? Tess und Nick kommen nächste Woche nach Hause. Oh. Tja, vielleicht habe ich mich ja getäuscht. Es ist keine exakte Wissenschaft. Hast du dich denn schon mal getäuscht? Es gibt immer ein erstes Mal.